Dominik, du weißt, heute ist nichts hier mit Larifari-Training, ja? Wir wollen heute was von dir sehen. Dominik, man sieht, du musst noch ein bisschen trainieren. Deswegen trainieren wir heute mal ein bisschen härter. Ich zeig dir mal, oder ich hoffe, dass wir zusammen oder ich dich ein bisschen an die Grenze noch führen kann. Nicht persönlich nehmen, aber du musst noch ein bisschen trainieren. Deswegen heute Express-Training. Wir machen ordentlich was, oder? Ordentlich was reißen heute. Alles klar. Muss ein bisschen schneller gehen, weil wir haben nur 45 Minuten Zeit, ne? Unter die Langhantel, du fixierst die Langhantel, legst dich leicht da vorne, greifst deinen schulterbreiten Griff, Handball, entweder machst du einen Sicherungsgriff, würde ich jetzt am Anfang auf jeden Fall empfehlen, die Daumenklemme, kannst du entweder so rumführen oder ohne, aber auf jeden Fall die Daumen als Fixierung, dann gehst du nach oben hin raus, führst langsam nach unten und führst vor die Brust. Genauso beim Ablegen. So, und jetzt konzentriert langsam nach unten. Schön. Nicht schneller werden. Schon mal schon wesentlich besser. Gerade war viel zu hastig. Schön. Nächste Verbesserung. Weiter. Denk daran, wir haben wenig Zeit, aber du musst Muskelreiz. Weiter. Weiter. Arbeite. Und der letzte. Komm, weiter. Weiter. Okay. Wir haben immer noch keinen Belastungssatz. Ja? Kurze Pause. Ich mache sofort weiter. Ganz locker. Vor der Brust. Pumpen. Okay, einen Satz haben wir noch. Gehen wir da nicht drüber. Sofort weiter. Machst du die 20er noch? Ja. Die 60 Kilo? Okay, wunderbar. Jetzt noch exakter arbeiten. Fixier dich darauf. 7 Wiederholungen. Wirklich exakter arbeiten. Nur aus der Brust. Trizeps ist nur die Hilfsmuskulatur. Konzentriert. Ganz entspannt, den Körper, auf geht's. Locker, weiter, vor die Brust, vor die Brust. Weiter und jetzt nicht sacken lassen, komm. Spannung halten, nicht sacken lassen. Oh. Komm jetzt. Komm. Letzter und der letzte, komm jetzt. Zurück. Schön. So, wir haben jetzt den Pectoralis trainiert. Können wir uns jetzt auch schon mal ein bisschen zeigen. Das waren die Erwärmungssätze. Ja? Jetzt gehen wir an die Belastungssätze. Was ist so dein Gewicht, was du so normalerweise bewegst? Bei Prozentdrücken, genau? 30, 25, 30, so 27, okay. 5. Wir fangen bei 20 an, ja. Gehen dann hoch und du machst heute mehr als 30 auf jeden Fall. Okay? Ja. Wir machen einen Satz, wirklich einen guten Muskelpumpsatz. Nehmen wir die 20er, pump auf jeden Fall durch, die Pausen kurz halten, locker. Vor die Brust arbeiten. Wir arbeiten nicht aus der Schulter. Arme enger nach vorne führen. Für die Arme nach vorne. Genau, da war er. Hast du gemerkt? Weiter, komm. Auf jetzt. Nur erstmal pumpen. Ist noch kein richtiger Belastungssatz. Kein schwerer. Und letzter. Hoch! Voll. Jawohl. Schön.
So hier, Bankdrücken mit den Kurzhanteln auf erhöhter Position. Damit trainieren wir halt automatisch. Es gibt keinen oberen Anteil der Brust. Es gibt nur den kompletten Pectoralis oder den Pectoralis Minor, also Pectoralis Major und Pectoralis Minor. Der große Brustmuskel kann nur kontrahiert werden, indem ich die volle Bewegung mache aus einer unteren Position. Hier haben wir natürlich auch den Schulteranteil automatisch drin. Ja. Das heißt, du merkst oberhalb eine automatische Spannung. Das ist aber nicht mehr die automatische Brust, weil der Brustmuskel, der ist da nicht mehr. Ja? Der Brustmuskel wird dadurch nicht kontrahiert, indem die erhöhte Position da ist, sondern der Brustmuskel wird nur kontrahiert, indem du die Bewegung am Körper vorbeiführst. Damit vertun sich immer viele, weil die dann immer wieder sagen, ich trainiere untere Brust, obere Brust. Ja. Das ist Quatsch. Du kannst nun einen Muskel voll kontrahieren oder gar nicht kontrahieren. Bleib einfach mal vorne. Dadurch hast du den Hebelarm relativ kurz am Körper dran. Du bewegst die Arme ein bisschen weiter nach vorne und dann führst du die Arme nur am Körper vorbei. Ja? Nur am Körper vorbeiführen. Weit. Nicht zu lange Pause machen oben. Wir machen kurze Pausen. Bleib jetzt vorne. Hast du gemerkt, die Schulter? Das war Aua gerade. Das tat weh. Weiter. Das darf dir nicht passieren. Weiter, komm. Sei konzentriert. Und der letzte, komm jetzt. Minimal nur mit Ellenbogen. Minimale Züge. Jawohl. Progressive Steigerung, auch in Form von Pumpsätzen, macht natürlich durchaus Sinn, weil der Muskel sich erstmal gewöhnen muss. Der Muskel muss erstmal eine gewisse Erwärmung erfahren. Deswegen würde ich auch keine IK-Methode oder keine Hypertrophie-Methode direkt mit meinem 80% des Gewichts anfangen. Das führt auf Jahre hin zu sehr vielen zahlreichen Verletzungen im Bereich der Sehnen, Schultergelenk. Und jetzt, du darfst dir keinen Fehler erlauben. Nicht mit der Schulter nach hinten ausweichen. Sei konzentriert. Du hast das Gewicht in der Hand und dann beweg es auch. Konzentriert. Konzentriert. Komm, mach das Ding langsam zurück. Genau, nicht hastig. Hastig passiert ein Fehler. Weit. Komm jetzt, arbeite. Weiter. Was ist das? Komm jetzt. Weiter. Machst du noch gar nichts. Weiter jetzt. Nicht zurückfallen. Komm, der Letzte. Letzte. Ja, also ich, bei den Sätzen merkt man halt viel, dass das dadurch, dass das Gewicht am Anfang erst niedrig ist und dann drastisch erhöht wird, für die kleinen Wiederholungen ist das geben. Man merkt den Pump halt sehr schnell, auch wenn die nur, sagen wir nicht drei Sätze machen, oder zwei Sätze haben wir jetzt gemacht. Und man fühlt es halt doch schon in der Brust, dass da eine gewisse Anspannung schon da ist. Das hat, denke ich mal, auch das Ziel heute, genau, was wir bei diesem Training erreichen wollen. Genau, wir wollen innerhalb von kürzester Zeit, wie ich das vorhin schon angekündigt habe, wollen wir halt Blut reinpumpen. Das können wir nur, indem wir eine Art Volumentraining halt fahren. Dass wir wirklich belastend sein, deswegen dürfen wir jetzt nicht zu lange reden, sondern direkt noch einen letzten Satz, einen Pumpsatz. Weiter, mindestens zwei, komm. Bleib vorne jetzt, nicht ausweichen. Und der letzte mindestens, komm. Auf geht's, komm jetzt. Husch! Jawohl, so, langsam zurück. Genau. Bist du bereit? Ja, Bizeps? Auf jeden Fall. Bizeps Curls machen wir jetzt erstmal im Stehen und dann isoliert Hammer Curls. Das ist unsere Strategie, um natürlich den Coracobrachialis halt hier unterhalb, den Bizeps Brachii, der geht hier oben, der mit den der hat zwei Köpfe, einmal eine lange Sehne, die hier oben führt, das ist der lange Kopf, da passieren auch oftmals die Fehler, warum die Sehne dort natürlich oben abreißen kann. Den trainieren wir, indem wir eine Flexion des Ellenbogengelenkes machen und eine Außenrotation. Ja? Wir drehen das Handgelenk nach außen. Nennt man auch Supination. Ja?
Und ich merke nochmal an, es ist wirklich eine kleine Muskelgruppe. Eine kleine Muskelgruppe kann natürlich erfahrungsgemäß auch nicht so viel bewegen wie eine große Muskelgruppe. Deswegen bringt es jetzt nichts, im Erwärmungssatz schon massive Gewichte zu stemmen. Das kann man gerne machen, wenn man die Lust und Laune hat, seinen Körper kaputt zu machen. Zum Aufbau, zum Pump bringt das. Wirklich das moderate Gewicht jetzt im Anfang bietet natürlich durchaus mehr Potenzial. Wir gehen natürlich noch hoch. Und als letztes in unserem Disco-Pump-Workout, was expressmäßig durchgeführt wird, die Hammer-Curls isoliert. Hammer-Curls wird immer wieder im Stehen gemacht oder im Sitzen, ist auch eine gute Variante, aber wir machen das Ganze noch ein bisschen anders, ein bisschen fixierter. Kennst du ja Bizeps-Curls? Und Hammer-Curls ist einfach nur die neutrale Stellung. Das heißt, der Körper, wenn du hier am Körper stehen würdest, würdest du die Hände ja so haben. Das heißt, du willst weder pronierend stehen noch supiniert. Das wäre also die Neutralstellung. Und diese Neutralstellung verwenden wir jetzt in der Form der Flexion, also im Ellenbogengelenk, die Beugung. Ja, indem wir einfach den Arm hier fixieren und einfach Ellenbogengelenk beugen. Hat die Bewandtnis. Es kräftigt sowohl den Unterarm durch die Fixierung des Handgelenkes, als auch, dass wir die Beugung machen. Neutrale Stellung ist das. Das ist die neutrale Stellung. Ohne Schwung, langsam nach oben. Du hast Zeit. Entspann die Schulter. Entspann, genau. Die Schulter hängt. Du drückst jetzt mit dem Fuß dagegen, arbeitest aber trotzdem aus dem Bizeps. Volle Bewegung, völlig nach unten. Wir wollen keine Verkürzung erreichen. Ja, wird schon anstrengender, ne? Merkst du, das Stückchen jetzt unten, wo du aber die volle Bewegung gemacht hast, hast du so massiv gearbeitet gerade, das waren nur 2 Millimeter mehr bei dem gleichen Gewicht. Aber das ist wirklich super entscheidend, dass du die komplette Bewegung machst. Ansonsten kannst du nicht den Muskel vollständig kontrahieren. Das ist auch der Fehler, den immer die einen oder anderen machen. Die können ein massives Gewicht bewegen, aber wenn du dann mal schaust, wie die das ganze Gewicht überhaupt da bewegen, ist es oftmals eine sehr verkürzte Bewegung. Und im Sitzen, finde ich, kann man auch nicht so schwingen, weil man dadurch, dass man das Bein hat und gleich Bewegung. Also, ich fand das Training heute gut. War mal interessant, mal zu sehen, wie man einen schnellen Pump hinkriegt, wenn man mal auch wenig Zeit hat. Ja, maximale, ich habe es heute sehr gemerkt in den Armen. Auch das im Sitzen hat mich teilweise gefordert, weil ich diese Übung auch nicht kenne und selber noch nicht gemacht habe, war das für mich doch mal konnte ich was daraus lernen, dass ich das vielleicht so öfter mache, da die Reize besonders auch im Unterarm mit, habe ich doller gemerkt als bei anderen Hammer-Curls-Übungen. Ja, unser Ziel war ja heute ein Disco-Pump. Innerhalb der kürzesten Zeit sind natürlich die schwierigsten Auflagen überhaupt. Wir hatten 45 Minuten Zeit. Das ist immer schwierig, aber nichtsdestotrotz kann man da auch an seine Grenzen gehen. Dominik hat sich sehr gut geschlagen. Ich fand seine Bewegung, wenn man das mal wirklich so verfolgt hat, wenn ich immer gesagt habe, mach doch mal die volle Bewegung, dann hat er auch wirklich die volle Bewegung gemacht. Dann hat er auch wahrscheinlich gemerkt, das ist ein bisschen schwieriger, aber erst dann hast du den vollen Muskelreiz. Und das sollte wohl jeder in seinem Training mit einbauen, dass Gewichte gar nicht entscheidend sind. Klar, Gewichte sind natürlich entscheidend jetzt in der Form, wenn man natürlich ein gewisses Level erreicht hat, aber trotzdem ist immer die Bewegung im Vordergrund. Ja? Wir haben definitiv nicht das Ziel, unseren Körper kaputt zu machen durch das gesamte Training,
dass wir wirklich eine Schädigung davontragen, dass unsere Gelenke eine Schädigung davontragen, sondern wir wollen einfach nur die Muskeln reizen, damit durch die Superkompensation wieder mehr, wirklich mehr Muskulatur entstehen kann. Und das haben wir dadurch auf jeden Fall gereizt und gemacht. Und ja, wir hatten auf jeden Fall jetzt ein erfolgreiches Training. Disco Pump war heute unser Ziel, das haben wir erreicht. Einen vollen Pump. Die Disco, die kommt jetzt. Starke Leistung. Wir sehen uns.